Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich war jetzt gerade ernsthaft am Überlegen, warum ich an dieser Stelle pausiert habe. Jetzt weiß ich aber, dass der aus der Vergangenheit mir ein Zeichen geben wollte. Und zwar, dass der sehr faul war und die Steine noch nicht korrigiert hat. Okay, das werde ich dann jetzt mal wohl angehen, weil der ziemlich faul in der Vergangenheit war. Dann wollte ich eigentlich schon vor 3 Stunden aufgenommen haben, aber da stand dann immer Serverwartung. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ein Update kommt, aber es kam kein Update. Wobei, was sollte man schon hier aktuell updaten? Bugfixes haben oder beziehungsweise Bugs habe ich ja aktuell nicht. Kann natürlich bei anderen anders sein, aber aktuell läuft das Spiel sehr, sehr stabil. Ich habe auch komischerweise keine Abstürze mehr im Pausenscreen. Also da, wo der startet, ne, direkt danach. Ich nenne das immer Pausenscreen. Also nicht das hier, sondern tatsächlich zwischen dem Intro und dem Hauptmenü. Das ist bei mir der Pausenbildschirm und da stürzt das schon mal manchmal ab. So, wir gucken mal ganz kurz, ob hier irgendwelche Bambusse runtergucken. Da haben wir zum Beispiel, der schwebt sogar in der Luft. Okay, man könnte jetzt sagen, ja, die Bambusblätter, die sind so stabil, die sind ineinander verformt, die halten den oben. Oder man ist einfach Realist und sagt die Wahrheit, ich habe da gepennt. So, Tropenfelsen, wir gucken mal ganz kurz, Tropenfelsen. Was haben wir denn da? Wir hätten theoretisch, also wir brauchen irgendwas Großes. Nehmen wir doch den Einser. Ja, guck dir das doch mal an. Das sieht doch schon mal ein bisschen zu weit. So. So wäre es in Ordnung. Ja, okay. Der ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen zu groß. So, wie sieht er denn aus? Also, wir haben hier zum Beispiel, das würde gehen. Hier hätten wir das. Wir könnten den aber auch noch ein bisschen drehen. Zum Beispiel so. Das sieht echt doof aus. Deswegen nehmen wir einen anderen. Der 08er. Ich weiß, dass der 08er auch ein Potenzial hat, sehr groß zu sein. So, guck mal. So. Jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hatte jetzt gedacht, der wäre das hier. Aber das sieht ja schon mal gut aus. So, dann drehen wir den noch ein bisschen. So wäre. Okay, ich platziere den einfach schon mal, weil ich genau weiß, dass der so perfekt ist. Weil ich weiß, der ist einfach so perfekt. Ja, ist er wirklich. So, jetzt haben wir hier unten. Nee, kein Hohlraum. Weil die schließen da ineinander. Hier sollten wir eventuell nochmal was platzieren. Wir könnten jetzt natürlich sagen, weißt du was, wir machen das jetzt ganz easy peasy. Wir machen das so. Oder ich drehe den einfach einmal. Ne? Wir kippen den nochmal. Ne, kippen den nicht. Lassen den so. Dann hätten wir hier so eine Stufe. Sieht auch gut aus. So, das sieht gut aus. Das ist tippitoppi. Das passt alles. Das ist granatenmäßig gut. Das sieht toll aus. Wachsames Auge. Sollte ich irgendwas übersehen, schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit ich hier nicht irgendwas übersehe und nachher, weißt du, bei irgendwelchen Reviews dann sogar gesagt wird, oh, der baut da 5 Jahre an diesem Zoo, ne? Aber die eine da, also diese Bambussprosse, die hat der schweben lassen. Oh, wei, oh, wei. Ne, das wollen wir natürlich verhindern. So. Hier haben wir nichts. Hier sieht alles gut aus. Das sieht tippitoppi aus. Hier passt es auch. Das ist okay. Okay, okay, okay. Hier nicht okay. Aber pass auf. Wir sind ja smart. So. Okay. ich war gerade am Überlegen, warum der sich nicht gedreht hat. Da habe ich die linke Maustaste gedrückt. Dann haben wir hier ist alles in Ordnung. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus, weil wir hier ein bisschen breiter gehen müssen. Ja, das passt sogar. Sehr schön. So, jetzt haben wir Folgendes. Warte mal, wir müssen jetzt hier einmal, zweimal. Hä? Wieso? Wieso macht er hier diesen Stress? Hallo? Ich hätte gerne die Felsen ausgewählt. So.
bisschen breiter. Dann müssen wir hier auch noch irgendwie. Ich glaube, das Gras ist auch ein bisschen gerade im Weg. Ziehen wir den auch noch mal ein bisschen nach vorne. Nee, den nicht. Das brauchen wir auf keinen Fall. Das hier möchte ich gerne haben. Das hier, das hier, das hier, das hier, das. Das. Ich möchte gerne einmal diesen Feld. Danke. Warum nicht gleich so? So, jetzt müssen wir... Können wir nicht mehr kopieren. Jetzt müssen wir irgendwas anderes uns einfallen lassen. Was denn mit dem hier? So, der ist ja relativ breit. Der ist sehr breit, ne? Der geht auch... Ja, der geht auch sehr weit in den Weg rein. Oh, so wäre in Ordnung. Und hier... Okay, wenn wir den ein bisschen höher ziehen, dann passt das hier auch noch, ne? Hier passt das, okay. Und hier sieht das auch gut aus. Okay, so. Dann sind wir an der Brücke schon. Wir sind schon an der Brücke. Wir haben hier... Ich möchte doch nur diesen Stein ausgewählt haben. Diesen da. Da, diesen. Diesen. Ich bin unter dem Bambus und der sagt mir immer noch Bambus auswählen. Hallo? Bambus. Die drängen sich echt im Vordergrund. So, was haben wir denn hier? Wir könnten hier theoretisch einmal drehen. Dann ein bisschen kippen. Aber nur minimal. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen runter. So. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Gut. Sehr schön. So, Bambus, Bambus, Bambus. Da haben wir noch was. Guck mal hier, ne? Da ist wieder so ein Teil in der Luft. Wenn ich jetzt Weltachse... Nee. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Alter, wo gehen denn die Pfeile hin? Guck dir das mal an. In alle Himmelsrichtungen, aber nicht nach links, rechts, ne? Sondern der... So. Gucken wir mal. Aha. Aha. Okay, von der Seite auch gut. Dann haben wir hier Luft? Nein, da haben wir keine Luft. Da ist so ein kleiner Unterschlupf für irgendwelche Salamander oder was weiß ich, was hier noch alles reinkommt. Dann haben wir hier alles in Ordnung. Das sieht auch noch gut aus. Auch noch gut. Ich bin zwischenzeitlich schon am Überlegen. Warte. Welche Erde wir genommen hatten. Ich meine schwer, oder? Das sieht nicht so prall aus. Okay, wenn wir den jetzt da so ein bisschen hinziehen. Nee. Der ist zu groß. Der könnte was werden. Guck mal hier. Den ziehen wir jetzt so hier hin. Easy peasy. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Weil wir müssen ja hier noch ein bisschen bemalen. So, wir sind rum. Halleluja, ging aber schnell. Okay, wir brauchen Erdeschwer. Erdeschwer. Ja, Gott sei Dank. So, kannst du hier einmal entblauen und dann können wir nämlich hier einmal die Erdeschwer ziehen, damit die Grashalme, weißt du, nicht durch die Felsen buggen. So, das machen wir einmal alles weg. Wir mähen mal ganz kurz hier den Rasen mit so einem Kantenschneider. Außerdem passen die irgendwie wirklich dazu. Die Erde schwer und die Tropenfelsen, die harmonieren miteinander. So. Dann hier noch ein bisschen. Sehr schön. Hier müssen wir auch noch natürlich entlang. Wir haben hier... Ach, guck mal, hier haben wir schon gemäht. Mäh. Kennst du diesen alten Witz? Der wurde mir früher erzählt. Warte. Als ich noch ein Kind war, also so vor 2 Jahren. Sagt der, wurde mir erzählt, pass auf, folgendes. Und zwar, jetzt kommt der Ultrawitz. Bitte schnall dich an, fang nicht, ne, also setz dich hin, damit du nicht irgendwie umfällst vor Lachen. Denk an irgendwas Trauriges, zum Beispiel an deine Socken, die du vor einer Woche erst gewechselt hast. Und zwar ist jemand an der Weide vorbeigelaufen und da waren Schafe drauf. Und da hat jemand die Schafe gefragt,
Hör mal, kannst du meinen Rasen mähen? Und da haben die gesagt, mähe doch selber. Mann, ey. Das. Als Kind habe ich darüber gelacht. Also vor 2 Jahren, wie gesagt, habe ich darüber noch gelacht. Heute denke ich mir, puh. Ist ein Klassiker. Es kommt doch immer darauf an, wie man das erzählt. Ne? Also, und wer vor allem, wer es erzählt. Ist wirklich. Aber ja, der ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Und ich bringe diesen Witz manchmal auch. Muss ich sagen. Ich muss mir eingestehen, manchmal bringe ich den auch. So. Lass mal die Palme da. Ja, die Palme lassen wir da. So. Wir sind gleich schon fertig. Wir sind gleich schon fertig und dann können wir uns überlegen, was wir dann machen. Theoretisch müsste ich mich mal langsam wieder um die Tiere kümmern, ne? Also langsam ist es echt Zeit. Wir haben ja jetzt, guck mal hier, wir haben jetzt, wir sind ja erst am See, am zweiten See. Okay, ich guck mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Muss ich hier auch alles vererden? Ja, ne? Würde ich sagen, komm. Vor allem, der arbeitet ja. Das heißt, wir haben hier noch nicht jede Stelle getroffen. So. So, dann machen wir das hier mal vererden. Theoretisch könnten wir gleich einmal uns ganz kurz um den Park ein bisschen kümmern. Obwohl ich aktuell noch keine Problematik. Wer bist du denn? Wer bist du und wo kommst du her? Hier ist noch mehr. Achso. Ja, warte mal. Euch mache ich weg. Die Performance kann ich mir sparen, weil da kann ich lieber hohen Rasen hinsetzen. Ja. Das war jugendlicher Leichtsinn. Das weiß ich noch, als ich damals, weißt du, gedacht habe, der Witz war lustig. Und ja, da habe ich gedacht, ah, oh, das sieht bestimmt gut aus, wenn ich das irgendwo platziere. Und heute frage ich mich, hä, was ist das? So. Wir müssen theoretisch auch noch hier zumachen, ne? Theoretisch müssen wir hier noch zumachen. Also das. Ja, das war's schon, ne? Das war's schon. So. Das heißt, wir könnten doch jetzt hier zumachen. Boah, der Urwald sieht echt gut aus. Mama mia. Ja, den machen wir hier zu. Ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt schon die Holzwände gelöscht habe, weil ich ganz genau weiß, da ist die Mitte. Deswegen habe ich mal ganz kurz geguckt. Aha. Ich lösche die mal. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir den 01er. Wenn ich den rüberschiebe, was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Gar nichts, ne? Ne, gar nichts. Ja, da oben ein bisschen. Aber, ja gut, das kann man sich auch schenken. Sprich, wir können den eigentlich erstmal so hier schön mittig hinsetzen. Ja. So. Das ist der 01er. Dann haben wir den 08er. Haben wir gesagt, hör mal, 08er, du bist auf jeden Fall groß. Sehr schön. Dann würde ich sagen, setzen wir den noch hier hin. Oder setzen wir nur diesen hier hin. Ui. You spin my stone right round, when you go downtown. Okay, warte mal. Wir haben hier. Machen wir hier nur diesen Felsen. Weil dann kann man den und den sich eigentlich schenken. Und man zieht den hier einfach nur so. So. Würde gehen, ne? Dann haben die auf jeden Fall in der Höhle Privatsphäre. Haben wir hier irgendwo einen
Luftloch. Warte mal, was ist das denn da? Wenn wir den jetzt so ein bisschen so. Ne, dann sieht das schon mal besser aus. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch ein bisschen. Also, ich hätte natürlich auch die ganz dünnen Platten nehmen können. Ja. Also nicht die, sondern diese Auflegplatten, diese Teile. Warte mal, ich zeig dir mal ganz kurz, wenn ich, sobald ich sie finde. Hier, die hätte ich natürlich nehmen können. Aber wir haben hier ein bisschen mehr. Ich sag mal, wir können hier noch ein bisschen mehr dran machen. Wobei, hier wird nichts mehr dran kommen, ne? Hier wird. Kann das sein, dass die Höhle kleiner ist als die? Okay, wir haben hier aber, glaube ich, auch zwei Tierarten. Weil ich genau weiß, hier kommt der. Nein, wir haben hier eine Tierart. Der Nebelpater. Der Nebelpater braucht kein Wasser. Wir haben hier zwei Tierarten, die brauchen Wasser. Eine Tierart, die braucht Wasser, die andere ist relativ klein. Ist schon in Ordnung. Und wenn hier nur eine Tierart ist, Nebelpader, braucht halt ein bisschen mehr Platz, weil der Pader mit dem Nebel zusammen ist. Ja, genau deswegen. Es kann aber auch sein, dass die einfach nur kleiner scheint. Dürfte aber theoretisch reichen. Wir können aber, warte mal, wir können Gehege, Nebel. Gut, dass ich Caps Lock anhabe. Boah, da bin ich ja sehr froh. Captain Caps Lock ist wieder unterwegs. Nebel. Mann, ich bin ja clever. So, Nebelpader. Wo haben wir den denn? Nebelpader. Nebelpader, da haben wir ihn doch. So, Nebelpader war auf der Seite. Ja, war auf der Seite. Was packen wir den Nebelpader denn hin? Wir können natürlich jetzt Heu oder Blätter. Ich tendiere zu Blätter. Heu ist schwierig, ne? Weil Blätter haben halt so ganz kleine Stöcke und die könnten dich auch während des Schlafens pieksen. Für Heu gilt das Gleiche. Hast du schon mal im Heu geschlafen? Oder gespielt? Junge, die ganze Haut juckt. Da brauchst du alles. Da holst du dir am besten so eine Käseschabe und ziehst die erste obere Schicht ab. Nicht machen. Auf jeden Fall, ja, das ist juckderbe. Also wenn du vom Land kommst, da weißt du, wovon ich rede. Das ist Hardcore. Da sollen die Stadtmenschen mal mit klarkommen. So, ich habe da schon wieder was gesehen. So. Warum ist hier Rasen? Warum war hier Gras? Es könnte sein, dass hier Gras gewesen ist, weil. Wieso ist denn da oben eine Wand? Moment. So. Theoretisch, ne? Können wir die auch wegmachen. Dann sehen wir hier die volle Pracht des Falschbauens. So, den lassen wir auf jeden Fall, ne? Damit wir die Mitte wissen. So, was haben wir denn hier noch? Wir hatten den Ubuntu. Ubuntu. Wie hieß du denn nochmal? Bonobo, Bongo, Blauer, Binturong. Da haben wir noch. Habe ich doch gesagt. Weißt du was? Weißt du, ich mache jetzt, weil ich gut gelaunt bin, mache ich einfach hier auch Rasen hin. Blätter. So. Machen wir hier noch ein paar Blätter hin. Wird ja nicht stören. So, und dann hier noch ein bisschen. So, dann haben die auf jeden Fall genügend Schlafmöglichkeiten. Ne? Sowohl auf der Nebelpaterseite als auch bei den Binturong und bei den malaysischen Tapiren. Ich weiß es noch ganz genau. Weißt du was? Ich auch genau weiß. Mr. Gaga, Hallöchen. Ich muss noch Hallo sagen, stimmt. Stefan,
Nee, Germania, Hallöchen. Dann haben wir Matthew, Hallöchen. Wir haben The Karakov, Hallöchen. M1, Hallöchen. Und Stefan, Hallöchen. Hallo. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge würde ich gerne den Urwald weitermachen. Vielleicht sogar abschließen schon. Und wir können eventuell, ich weiß noch nicht genau, ob wir das in der nächsten Folge schon schaffen, in der nächsten Folge gegebenenfalls, könnte ein bisschen viel Wasser sein, ne? Sehe ich gerade mal. Wenn wir hier, die Trennwand ziehen. Da bin ich mir halt noch nicht ganz schlüssig, ob ich die mit Steine ziehen werde oder mit Bäumen und dann Glasscheiben dazwischen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, werde ich auf jeden Fall sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Ich bleibe einfach mal hier, weil der dann in der Zukunft sich fragt, warum sind wir hier, ne, genau an diesem Punkt? Und dann wird er sagen, ah, der war zu faul. Also ich war nicht zu faul, sondern ich habe schon einiges erledigt. Also kann der in der Zukunft ja auch was machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.